gegangen, seit das letzte Mal ein Schweizer Schütz bei Olympischen Spielen Medaille gewonnen hat. Im Jahr 2000 in Sydney war das der Michel Ansermaux, der die Silbermedaille in Empfang nehmen durfte. Jetzt taucht ein neues Talent auf. Sie heisst Sarah Hornung, ist 19 und kommt aus dem Berner Seeland. Bei den Juniorinnen hat sie schon fast alles gewonnen, was man so gewinnen kann, unter anderem auch Goldmedaille bei den Olympischen Jugendspielen. Der nächste Schritt wäre jetzt natürlich die Teilnahme an den richtigen Olympischen Spielen. Die findet nächstes Jahr in Rio statt. Der Weg dorthin ist weit, wo Sarah Hornung momentan etwa steht. Das ist an diesem Wochenende beim Finale des Sommercup im Glarnerland ausgekommen. In wenigen Sekunden wird Sarah Hornung jenen Schuss abgeben, der über den Sieg entscheidet. So wie sie bis zu diesem Zeitpunkt aufgetreten ist, zweifelt kaum jemand, dass auch der letzte Schuss ein Volltreffer wird. Gut 6 Stunden zuvor. Sarah Hornung trifft die Neffels ein. Beim Finale des Glarner Sommercups gilt die 19-Jährige als Favoritin in der Nachwuchskategorie. Davon lässt sie sich nichts anmerken. Ein Schwätzchen hier, ein Scherz dort. Nimm dich ein. Ohnehin geht es für sie heute nicht ums Resultat. Mit Trainer Erich Sutter wurden andere Ziele definiert. Ihre Technik soll kontrolliert und das Vorbereitungsritual automatisiert werden. Ja. Dann treffen wir uns im Halbi, bei deinem Material, leist ja und nachher machen wir noch fein essen. Ja. Ist gut? Ja, das ist gut. Alles klar. Also gehen Sie jetzt her tun. Alles klar. Eine Stunde vor dem ersten Schießen, Rückzug. Ja, also ich fange immer gleich an. Also immer das erste Stativ aufbauen, dann mal ein bisschen auslegen und dann, ja. So dass ich mich eigentlich langsam auf den Wettkampf fokussieren. Rein in die Wettkampfkluft. Mit jedem Handgriff wird Sarah Hornung ruhiger und konzentrierter. Detailarbeit und Präzision. Auch beim Einrichten. 198 von 200 möglichen Punkten zum Auftakt. Start fast perfekt geglückt. Noch ein Ritual. Die Besprechung sofort nach dem Schießen. Noch ein bisschen nervositär drin. Von dem weiß ich nichts. Ja, los. Okay. Hey. Ist in dem Moment, wenn du so drauf bist, dann weißt du so, habe ich glatt oder nicht? Ja. Nein, die Konzentration nicht dort, wo sie hergehört. Ja, ja. Das ist aber Konzentration nicht dort, wo sie eigentlich hergehört. Die Nervosität, Feind eines jeden Schützen. Auch jener Sarah Hornungs. Dabei wirkt die erst 19-Jährige in der Pause zwar quirlig, aber auch besonnen und geerdet. Sie gilt als mental stark. Nicht zuletzt dank Mentaltraining. Kurz später zeigt Sarah Hornung, was sie auszeichnet. Es geht in die K.O.-Phase Viertelfinal. Ihre Gegnerin in Hochform. Beiden passiert mit einer 9 ein schlechter Schuss. Doch während das die Rivalin kurz aus der Bahn wirft und sie noch einen 9er verbucht, macht Hornung mit beinahe perfekten Schüssen weiter und setzt sich durch. Ja, das war wirklich ein Moment, wo ich mir jetzt ein schnelles Gewehr drauf tun und dann ist richtig durchschnaufen. Und dann kommt die Universität ein bisschen runterfahren und dann ist wieder gegangen. Das ist das, was ihre mentale Stärke ausmacht, oder? Dass sie sich wieder in ihren Körper und ihre Situation, ihre Verfassung wieder dort herbringen, wo sie wieder alle Sachen kontrolliert ablaufen. Viermal schafft Sarah Hornung 198 Punkte. Viermal darf sie sich dafür einen Check abholen. Eine konstant gute Leistung. Es ist ein erfolgreicher Tag, aber auch ein langer bis zum Final. In dem Sarah Hornung leicht vorne liegt. Bis zum letzten Schuss. Hornung links. Ihr Schuss wird kein Volltreffer. Sarah Hornung wird Zweite und nimmt's gewohnt gelassen. Ja, also jetzt musste ich wirklich mit der Energie kämpfen. Und am Schluss, ja, hat es knapp nicht gelangt. Aber es ist ein Fun-Wettkampf für mich. Und jetzt schauen wir weiter. Sarah Hornung! Kondition und Konzentration. Es gibt noch viel zu tun.
Um es bis nach Rio zu schaffen, muss sie noch einige Stufen nehmen.